steht da? I save girls. So, wir haben einen neuen Ventilator dreht. Ey, guck mal, wie schnell er dreht, guck mal im Video, wie langsam er dreht. Komisch. Livian. Livian. So, wir sitzen jetzt wo? Bei California Pizza Kitchen. Mami, erzähl, was ist gestern passiert? Was war so Aufregendes passiert? Für mich aufregend oder für dich aufregend? Für dich sehr aufregend. Livi bekommt ihren ersten Zahn. Livi bekommt ihren ersten Zahn. So, das ist Katjis Thai Curry Pizza. Thai Chicken. Thai Chicken. Meine Carne Asada, da ist so Steakfleisch drauf, aber das kenne ich hier schon. Und wir mögen auch die, wie heißt das auf Deutsch, Cauliflower? Blumenkohl, aber das ist was Neues. Mm. Ist gut. Die Sauer. Es war das Gemüse, ja, es war schön Gemüse, lecker, ne? Mami und Daddy haben eine Pizza bekommen und Livi hat Füße bekommen. Umsonst. Schmeckt es, Bebe? Schmeckt es? Ja, das schmeckt super, ne? Schaffe ich das auch? Soll ich probieren? Ja? Livi, schafft Daddy das auch? Ist er müde? What's up, Leute, wie geht es euch? Yo, wir waren gerade lecker essen, wie ihr gesehen habt. Das war echt super lecker. Ich kann euch nur empfehlen, California Pizza Kitchen. Das gibt es auch in Florida. Also, wenn ihr mal in der Gegend seid, ob es hier ist oder in Florida, ich weiß nicht, ob es überall gibt in den USA, dann müsst ihr da unbedingt hingehen. Ist nicht günstig, aber sehr gut. Ja, es ist super warm, es sind 32 Grad. Morgen, heute Sonntag, morgen werden sogar knapp 40 Grad hier in Pleasanton. Und nur damit ihr Bescheid wisst, ich habe es schon mal so erwähnt, in San Francisco ist ganz anderes Wetter wie hier. Zum Beispiel, letztens war auch 10 Grad Unterschied. 10 Grad Celsius war in San Francisco kälter und das ist meistens so. So 8, also ich glaube so um die 8 bis 10 Grad, so im Vergleich zu Pleasanton. Pleasanton ist auch ein bisschen wärmer als die anderen Orte hier. Wahrscheinlich, weil wir ein bisschen außerhalb sind, Inland. Wer es schon gemerkt hat, heißt unser Kanal jetzt wie? Cali Lifestyle Vlogs. Ich habe gesagt, er soll nicht auf den Ort bezogen werden. Das stimmt auch. Ich habe rumgespielt. Ich habe erstmal The Shack Family, also umgeändert zu The Shack Family. Und dann habe ich so geguckt, war ich mir so unsicher. Und dann dachte ich, ah, ich ändere mal ein paar Mal und gucke, wie es ausschaut. Dann habe ich California Lifestyle Vlogs. Und dann dachte ich, Cali Lifestyle Vlogs. Aber behalten wollte ich es eh nicht. Und dann wollte ich Shackies Lifestyle oder Shackies Lifestyle Vlogs, irgendwie sowas. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Man darf es nur dreimal ändern. In 3 Monaten. Das heißt, ich habe jetzt dreimal geändert. Und jetzt muss ich 90 Tage warten. Jetzt nur noch 89, bis ich es wieder ändern kann. Auf jeden Fall bleibt das nicht so stehen. Nicht, dass ihr denkt, Cali Lifestyle Vlogs bleibt. Ich wollte es nicht so. Oh, voll über den Fuß gefahren. Was ist? Fast. Seht ihr, Leute, ich kann alles vloggen und nebenbei alles andere machen. Und meine Frau einmal die Kamera in der Hand und fast im Fahrstuhl steckt geblieben. Ah, da fällt mir noch was zu ein. Die Aufnahme mit der Drohne, wo ich, wo ihr schon das da gesehen habt. Ich habe geflogen und gefahren nebenbei. So, wir sind stolz. Das ist eine Kunst. Und? Bist du das?
bist du jetzt? Ich. Hier ruft Daddy an. 727. Daddy, wo ist Daddy? Stay. Check. Good boy. Die andere, check. Die andere, check. Good boy. Ein Löffel für Mama. Schmeckt. Ein Löffel für Dada. Weißt du? Da ist der Diego. Und Livi konzentriert sich auf Diego. Diego, komm essen. Livi, komm essen. Komm her. Komm. Hm. Oh, das schmeckt so gut. Hm. Wie ihr wisst, ist ja mein Büro quasi hier, ne? Was man nicht als Büro bezeichnen kann, aber ihr versteht schon den Sinn. Und da ich hier dann abends sitze und schneide, habe ich mir jetzt solche Kopfhörer geholt. Die sind echt ziemlich gut. Denn wenn Kathi hier Fernsehen guckt und ich da schneide, dann stört das einfach uns gegenseitig. Und jetzt habe ich die Kopfhörer. So, wohin geht's jetzt? Livi, wohin geht's? Du siehst ja so süß aus, du siehst ja so süß aus. Wohin geht's denn? Django, du nicht. Wir sind gerade schon gegangen. So Leute, wir sind jetzt in Downtown Pleasanton. Wir stehen gerade bei Bank of America, ein bisschen Cash abgehoben, damit ein bisschen Cash im Portemonnaie. Sonst wird ja alles immer mit Credit Cards bezahlt, falls ich euch das noch nicht gesagt habe, aber ich denke schon. Denn damit verdient man hier, warte mal, denn damit verdient man hier Geld, denn man bekommt Cashback zurück. Und wenn man weiß, wie man mit Kreditkarten umgeht, dann kann man auch gut verdienen. Wenn nicht, dann scheiße und man bezahlt über 20%, 25, 27 Zinsen. Aber sonst klappt das. Ja, ich habe einen Powernap gemacht, ein bisschen länger, ne? Bin super K.O. Leute, denn ich arbeite ziemlich viel. Gerade die letzten zwei Wochen habe ich noch mehr gearbeitet. Deswegen bin ich auch so fertig, denke ich. Jetzt wollen wir hier Eis essen. Das ist mein Eis. Kathi hat einen Kokosnuss. So, wie war's? Lecker? Kokosnuss. Ich habe dieses Eis gehabt, war auch lecker. Irgendwann wurde es mir ein bisschen zu süß. Und danach habe ich noch die Kokosnuss getrunken, dann hat sie mir gar nicht mehr geschmeckt, weil die dann zu sauer war. Oder bitter. Ja, nach dem süßen Eis. Zu Safeway, ja. Heute Sonntag nebenbei gesagt. Soll ich noch vorbeikommen auf der Arbeit ein bisschen. Aber irgendwie geht es mir nicht so toll jetzt und weiß nicht, ob ich absage. Wie ich schon gesagt habe, ich habe schon so viel gearbeitet in den letzten Monaten, seitdem wir hier sind. Gerade die letzten Wochen, da kam ich auch erst bis 2, 3 Uhr morgens immer. Nochmal kurz zu dem Lebenshaltungskostenvideo, was die meisten von euch wahrscheinlich gesehen haben. Ich habe hier Beispiele genommen von uns, also damit ihr handfeste Zahlen habt. Aber ich kann euch eins sagen, das sind jetzt nicht unsere kompletten Ausgaben wie das Video, was ich gemacht habe, mal unsere Ausgaben in Florida oder so. Also es ist schon ziemlich nah dran auf jeden Fall, aber es sind noch nicht unsere kompletten Ausgaben. Leute, Downtown Pleasant ist einfach wunderschön. Das kann ich nur immer wieder sagen. Es ist ja nicht so, dass wir ständig hier sind. Livi, du magst Downtown Pleasant nicht? Guckt euch das mal an hier. Es ist so ein geiler Flair hier, einfach mal bei schönem Wetter. Ey, bei schönem Wetter sind... Wie viel Grad ist das? 30. 37 Grad oder so haben wir. Morgen noch wärmer. Ja, ich fahre einfach so die Hauptstraße jetzt lang. Wir haben ganz weit unten geparkt. Hier, guck mal, das schöne Schild. Pleasanton. Und hier sind überall, guck mal, da zum Beispiel. Da ist ein schöner, das ist ein Mexikaner, ne? Sieht richtig cool aus. Wie so ein, einfach ein Haus, draußen kann man sitzen. So wie man es eigentlich auch aus Europa kennt, sage ich mal. So, wir fahren jetzt hier lang. Und da ist die kleinste Tankstelle der Welt, glaube ich, mit zwei Säulen. Das gibt's schon. Oder die kleinste Tankstelle der USA auf jeden Fall. Denn
Ey, die hier hat zwei Säulen, die in Texas bei Buc-ee's hat. Schatz, die hat vier. Vier? Oh, das sind schon zu viele. Die in Texas bei Buc-ee's hat 40. So, wir sind bei Safeway und guck mal, Levi sitzt. Warum hältst du sie fest? Hast du dich angeschnallt? Nein, da fehlt irgendwas. Das erste Mal sitzt Levi in einem Kinderwagen. Levi, guck mal her. Film sie von der anderen Seite. Guck mal her. Levi, im Kinderwagen sitzen, im Kinderwagen, Einkaufswagen, der leer ist, kauf mal ein. Wir kommen gerade zum Auto, wollen losfahren. Da dachte ich, scheiße, wie soll ich denn zum Kofferraum kommen, ne? Aber hey Leute, wir haben ja vorne auch einen Kofferraum. So Leute, hier ist Safeway. Und hier drüben ist unsere Community. So kann man shoppen, wa? Eben, wo wir zum Fahrstuhl gegangen sind, wollten hochfahren, kam mein Kumpel Robbie mir entgegen. Das ist der Typ, der hier arbeitet im Büro, mit dem ich viel zu tun hatte, wo ich hier das Apartment angeguckt habe. Also der hat mir gut weitergeholfen, das ist ein ziemlich cooler Typ. Für Weile habe ich ihn getroffen, haben wir kurz gequatscht. Dann hat er mir erzählt, dass er auch jetzt in San Francisco arbeitet und hier für die gleiche Firma. Das ist die Graystar. Graystar irgendwas für Apartments, zum Beispiel in Trinity, wo wir gewohnt haben, also die ersten Zuschauer von uns, die immer noch dabei sind, die wissen Bescheid, denn unser Vlog hat ja angefangen in Trinity, in dem Apartment, bevor wir dann das Haus gebaut haben oder es fertig war und wir umgezogen sind, und das ist dieselbe Firma wie auch in Trinity gewesen. Und er hat mir gerade erzählt, ihr wisst ja von dem Lebenshaltungskostenvideo, wie teuer bei uns hier ist. Also one bedroom, ein Schlafzimmer kostet ja um die 2,7, glaube ich, fängt es an. Und dort, hat er mir gesagt, kostet ein one bedroom, Leute, ein Schlafzimmer-Apartment $4,000. Also ist echt krank hier. Einfach nur krank. Die Preise. Wer kann sich das leisten, Leute? Sag mal ehrlich. So, ihr sitzt jetzt bei Livy im Zimmer. Guckt euch das mal an. Das habe ich aufgehangen. Und das hier, ich zeige euch mal ganz kurz, wie es aussieht, nicht ganz fertig hier. Hier stehen noch Kartons rum, wie ihr sehen könnt. Das ist ihr Bett, auch neu gekauft. Wir haben ja alles verkauft. Diese drei Bilder hängen jetzt hier. Da sind die Curtains. Oh, jetzt habe ich auf Deutsch vergessen. Wie heißt Curtains auf Deutsch nochmal? Gardinen, ja. Da sind die Gardinen, die Katja unbedingt wollte für sie. Und da sind die Bilder. Das Bild müsst ihr auch noch kennen, das haben wir schon gekauft, da war sie noch nicht mal geboren. Und das hier ist von Elvira, sehr schön. Danke Elvira. Und hier, guck mal, wir haben in jedem Schlafzimmer, ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe, oder in jedem Zimmer eigentlich, haben wir Klima und Heizung. Also es ist separat, wird immer gesteuert hier drüber. Das heißt, es ist nicht wie in Florida. Da war halt nur eine Klimaanlage für das ganze Haus zum Beispiel zuständig oder für das ganze Apartment. Dann gibt man eine Temperatur ein und in jedem Ding habt ihr in den Decken gesehen, das läuft alles dann drüber und also ihr könnt halt nur eine Temperatur einstellen. Das natürlich ist super für Leute wie mich zum Beispiel, denn es gibt viele Leute, die wollen es kühler haben und ich bin ja so eine Frostbeule, wie ihr wisst. Deswegen ist es perfekt, dass man dann unterschiedlich einstellen kann. So, Katja wischt gerade den Boden hier. Und der Django, der darf nicht raus. Und ich kam hier gerade aus Levis Schlafzimmer, was da drüben ist. Das da ist unser Schlafzimmer. Und da wollte er gleich angelaufen kommen zu mir, aber er darf nicht. Der Arm muss da warten, ne Django?